Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Im letzten Part, mit viel Mühe und viel Anstrengung, endlich die Ultra-Hard-Challenge geschafft. Die Mod habe ich auch ausgestellt, dass ich im Item-Room spawne. So, und heute machen wir einen ganz normalen, entspannten Run. Lamp. Wir haben mit Eve Lamp noch nicht besiegt. So, das machen wir heute. Ganz entspannt Lamp killen. Ich glaube, das wird nach der Ultra Hard Challenge ein Kinderspiel sein. Also Ultra Hard war wirklich Ultra Hard. Können wir rein theoretisch erstmal mitnehmen? Ja, das Herz muss ich später einsammeln, damit ich das Soul Heart kriege, ne? Jetzt kann ich es im Prinzip einsammeln. Ist zwar eigentlich dumm, eigentlich sollte ich warten, bis ich die Ebene geschafft habe und dann das Soul Heart einsammeln, aber mein Gott. Nehme ich es halt jetzt mit, ist auch egal. Und schon wurde ich dafür bestraft. Oh, ein Tinted Rock. Da können wir den... Wer ist das? Mr. Boom? Da können wir Mr. Boom noch einsetzen, um den Tinted Rock zu sprengen. Mein Gott, ich bin so behindert. Ich bin so dumm. Renn einfach ins Feuer, ey. Pass auf, jetzt kriege ich hier noch nicht mal Soul Hearts. Es war so klar. Ja, gut. Karma. Das ist die Strafe dafür, dass ich das Soul Heart direkt mitgenommen habe. Ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen und das Soul Heart dann für die nächste Ebene. Naja, egal. Ich meine, wir müssen nur Lamp killen. Das sollte ja machbar sein. Noch ein schönes Damage-Up. Ja, natürlich. Natürlich. Ich nehme es mit, auch wenn ich es nicht mag. Eigentlich ein schreckliches Item. Komme ich leider nicht dran. Secret Room eventuell? Natürlich. Okay, ich habe keinen Schlüssel für den Shop. Vielleicht kriege ich noch einen Schlüssel.
Wäre auf jeden Fall gut, wenn ich noch einen Schlüssel kriege. Oh, der Kopf macht Schaden. Ich bin tot. Irgendeiner von denen, ja, wird in mich reinspringen oder ich werde in ihn reinlaufen. Ach. Okay, komm. Jetzt ganz entspannt. Kriegen wir hin. Monstruslunge. Super. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach einen guten, vernünftigen, entspannten Run haben? Muss ich jetzt mit so einer Scheiße wie Monstrus Lunge arbeiten? Schon. Ich lasse auch immer viel zu früh los. Da sind noch gar nicht richtig aufgeladen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja mit Monstrus Lunge gut hin. Lassen wir uns mal überraschen. Cool. Kein Boss-Item. Monstrus Lunge macht halt schon echt guten Schaden, ne? Das muss man ja mal sagen. Oh, Soul Heart, yes. Komm schon. Blank Rune. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Okay. Bitte einen Schlüssel. Dankeschön. Nimmst du das mit? So. Wow. Einfach nur wow. Diese Top-Tier-Items, die ich wieder bekomme, ist ja der Shit. So, ab in den Shop. Vielleicht hat der Shop noch irgendwas Schönes. Er hat was Schönes. Vielleicht wird es ja echt ein Monstrus Lunge Run, der gut wird. Wir können auf jeden Fall gleich in den Devil Deal rein. Und dann können wir mal gucken,
ob wir irgendwas Wunderschönes aus dem Devil Deal rauskriegen. Ja. Nice. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Machen uns nicht zu viele Gedanken. Überdenken das alles nicht zu sehr. Au. Kannst du den auch treffen? Ich behalte aber lieber den Penny. Weil ab und zu mal ein halbes Soul Heart durch den Penny kriegen, ist, denke ich mal, besser. Boah. Die Reiter sind so gut. Holy Water. Wahrscheinlich werden die Reiter mich eh hier durch den Run carryen. Okay, easy. Komm schon, zeig dich. Nice. So, jetzt die Frage. Finden wir noch die Secret-Räume? Ich meine, ich habe genug Bomben. Wir können einfach überall mal ein bisschen Bomben legen. Nee. Ich will es mir abgewöhnen, Pillen zu benutzen. Da kommt nie was Gutes bei rum. So, aber das will ich haben. Oh mein Gott. Ernsthaft? Keeper's Head? Das ist ja mal 10 von 10. Dann können wir uns gleich die Box holen. Und mit der Box können wir dann bei Bosskämpfen unsere Begleiter verdoppeln. Ja, es wird ein guter Run. Ich rieche es. Es wird ein guter Run. So, dich nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir ja später noch irgendwie eine Batterie oder irgendwas, womit wir die Box schneller aufladen können. Schauen wir mal. Ah, und die Soul Hearts droppen. Schön ist das. So, das sprengen wir auch mal. Nee. Den nehme ich nicht mit.
Hoffentlich hat der Devil Deal noch irgendwas Gutes. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir einen Devil Deal kriegen, weil 85%, bei 85% keinen Devil Deal kriegen, ist ja schon Betrug fast. Ich nicht. Meine Begleiter müssen nicht nah an mir dran sein. Okay, für den Kampf musste ich die Box noch nicht mal benutzen. Oh yes. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, das ist so gut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Monstrous Lunge Run hatte, der wirklich stark wurde. Au, ja, ich weiß, au. Nice. Also, was haben wir denn hier? Okay, wir haben auf jeden Fall was, was wir eigentlich mitnehmen wollen. Wir erkunden erstmal die Ebene. Kriege ich noch irgendwo einen Cent her? So, wir probieren es jetzt einfach. Wir nehmen Diplopia mit. Diplopia. Ich dachte immer, das heißt Duplopia. Und ich krieg keinen Devil Deal. Gut, dann verdoppeln wir dich einfach. Shit drauf. Weil... ich will Diplopia auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ich will meine schöne Box mitnehmen. Können wir das noch mitnehmen? So, jetzt können wir hier noch den Goldraum suchen. Der sollte sich ja auch hier irgendwo verstecken. Mein Gott, wir sind so fucking stark. Also wenn ich das in dem Run nicht schaffe, Lamp zu besiegen, dann ist das schon ein Trauerspiel. Ja, cool. Hat sich ja richtig gelohnt. So, wir rennen einfach weiter. Weil wenn wir schnell genug sind, können wir auf der nächsten Ebene aus dem Boss Rush noch ein Item mitnehmen. Was ich eigentlich sehr gerne machen würde. Vielleicht ist da noch irgendwas Schönes bei. Oh, Death's Touch ist so schön. Death's Touch ist so ein tolles Item.
Komm, gib mir noch ein Soul Heart. Mach. Sei doch nicht so. Nope. Obwohl, ich könnte es machen. Dann wäre ich Monstrus Lunge los, aber was kriege ich dann, ne? Vielleicht kriege ich ja irgendwas Schlechteres. Der goldige Shop. Ich wollte schon sagen Goldraum, aber das ist der Shop. Ja, More Options bringt mir gar nichts mehr. Das nehmen wir einfach mal mit. Ist zwar jetzt auch nicht so hilfreich, aber mein Gott, warum nicht? Das rote Herz ist aber hilfreich. Dadurch werden die Devil die jetzt ein bisschen preiswerter, sag ich mal. Anstatt 3 Soul Hearts zu bezahlen, einfach ein rotes Herz zu bezahlen, ist schon nicht schlecht. Herzen ohne Ende. Ach, das ist so nice. Das ist so nice. Wir könnten es noch schaffen. Yes. Wir könnten es noch schaffen, den Devil Deal mit. Ach, den Devil Deal, sage ich. Den Boss Rush mitzunehmen. Wir müssen nur die Fool-Karte finden, die hier einfach auf dem Weg rumliegt. Cool. Dann beeilen wir uns mal schnell. War hier noch irgendwas? Nö. Und rein da. Wir wollen zu Lamp. Das heißt, wir nehmen das mit. Ja. Mehr brauchen wir von da nicht. Poison. Technology 2, interessant. Ich nehme Technology 2, weil ich wissen will. Okay. Ich kann damit Schaden machen und trotzdem schieße ich noch meine schönen Sensen. Das war natürlich super. Gut, dann würde ich mal behaupten, gehen wir weiter. Ah, oh, Technology 2 macht aber nicht so guten Schaden.
So, wo finde ich denn jetzt hier den Boss? Könntet ihr mir das eventuell verraten? Ich habe aber auf hart gestellt, oder? Weil ich einfach so viele Soul Hearts kriege, das wundert mich. Ein weiterer Würfelraum. Okay, nehmen wir mit. Können wir uns einen Raum sparen? Können wir einen Raum alle Gegner in Bomben verwandeln mit der Karte? Ist doch auch was Schönes. Keine Ahnung, auch wenn ich einfach alle Gegner direkt töten kann, ey, das ist... Ist schon stark, ey. So, du bist mir egal. Ja, Technology 2. Ist Technology 2, naja. Ich glaube, ich hätte Technology gewollt. Technology wäre, glaube ich, besser gewesen. Au. Ernsthaft. Da springt der mir einfach in die Fresse. Nice. Und ich krieg Lump of Coal. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Starker, starker Run bis jetzt. Okay, jetzt macht Technology aber auch mehr Damage auf Range. Wenn ich schön auf Range gehe, macht Technology jetzt guten Schaden. Also, Technology 2. Wir können mal gucken. Ich weiß gar nicht, habe ich die Kranautomaten schon freigeschaltet? Ich glaube, ich habe die Kranautomaten freigeschaltet. Aber ich habe bisher noch keinen davon gesehen. Weil jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt für so einen Kranautomat. Ich habe sehr viel Geld, was ich da schön rein investieren könnte. Ja, schauen wir uns an. Bäh. Unnütz. Wow. Das ging schnell. Sacrificial Dagger. Ich glaube, ich nehme gar nichts davon. Drei Herzen ist mir halt nicht wert. Drei Herzen für einen Sacrificial Dagger oder für Guppys Hairball. Das ist schon ganz schön schlecht. Au.
Hallo? Kann ich vielleicht noch mal irgendwie ein halbes Soul Heart kriegen? Dankeschön. Und wieder volles Leben. Ja, das Trinket ist stark. Vor allen Dingen, wenn man dann noch das Glück hat und hier Penny Tears hat. Wenn man diesen komischen Keeper Head findet, also das ist schon sehr strong. Wie oft willst du eigentlich noch auftauchen? Hä, hab ich... Ach ja, da oben und da unten habe ich einen Weg übersehen. Lucky Penny. Okay, geh mal rein. Töten wir Satan. Soll ich dir was sagen, Satan? Mega Satan ist eh viel cooler als du. Sollte es einfach mehr wie Mega-Satan sein. Dann würdest du auch nicht so schnell sterben. So, was haben wir denn hier? Bullshit. Alles scheiße. Ja. Spawn einfach in mir drinne. Was ist das für ein Unsinn? Hallo? Könnte ich vielleicht doch mal irgendwelche Kisten kriegen? Einfach viel zu stark, der Run. Na, nehmen wir mit, auch wenn es nichts bringt. Ich one-shotte die teilweise. Oh, starke Gegner. Wo ist er? Ach, da sind noch zwei von euch. Na, okay. Viel zu viele Sorgen gemacht. Alter. Das war stark. So, Lamb. Seit wann kannst du so dashen? Gut. Haben wir Lamb abgeschlossen. Sind wir mit Eve fast durch, ne? Müssen wir nur noch Beast besiegen. Black Lipstick. Ja. Schöner, entspannter Run gewesen. Nach anfänglichen Komplikationen. Leute, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid im nächsten Part auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Dann mal schauen.
entweder schließen wir Eve ab oder wir machen hier unten bei den Challenges mal weiter. Dann haben wir die grünen Challenges nämlich auch schon abgeschlossen. Oh, Hot Potato. Hier kommen noch eklige Challenges. Aber hier kommen auch coole Challenges, wie Isaac's Awakening. Nun gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ich sag, bye bye.